Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Chris und heute geht es in dem Video um die Kfz-Elektrik. Ich zeige euch, wie man die Batterie überprüft. Für eine schwache Batterie gibt es mehrere Anzeichen. Zum einen, die Leuchte innen drin im Auto geht nicht aus. Das andere ist, ihr orgelt morgens sehr lange. Wenn ihr den Wagen das erste Mal anlasst, braucht ihr lange, bis er anspringt. Wenn ihr hier den Schlüssel im Schloss habt und den Motor schon mal vorglühen lasst, ihr habt hier die Batterieleuchte. Wenn die anbleibt, nachdem ihr den Wagen gestartet habt, ihr seht, meine geht aus, würde die anbleiben, hättet ihr ein Problem. Ich benutze hier zum Überprüfen keinen Batterietest, sondern ich habe hier einen Multimeter. Wichtig ist dabei darauf zu achten, dass ihr hier die Buchse Volt hernimmt und die Einstellung hier bei dem Wahlschalter ist bei mir auf 20 jetzt eingestellt, 20 Volt DC, Gleichspannung. Weil wir hier zwischen 12 und ca. 14,7 Volt gleich zu erwarten haben. Also ist 20 hier der obere Grenzbereich, den wir uns auswählen. Ja. Wir haben zwei Messspitzen, wir haben zwei Pole. Schwarz an Schwarz, Rot an Rot. Das ist der Minus oder Masse und Rot ist der Plus. Und was wir jetzt hier sehen, ich habe jetzt beides angeschlossen. Hier Plus und Minus oder Masse. Und wir erwarten hier einen Wert von ungefähr 12 Volt, 12 bis 12,6 Volt. Ich mache mir hier noch keinen Kopf, 12,0 wäre optimal, 11,95 ist fast 12, alles okay. So, aber nur weil ich jetzt hier 12 Volt auf meiner Anzeige stehen habe, heißt das noch nicht, dass meine Batterie okay ist. Es geht ja um die Kapazität und nicht um die Spannung in der Batterie. Das Ganze wird angegeben in CCR, wenn man das misst mit dem Batterietester. CCR ist, glaube ich, Englisch für Cold Cranking Amps. Das ist halt, wie viel Strom die Batterie liefern kann, wenn es ungefähr minus 15, minus 17 Grad hat für 30 Sekunden und die Batterie trotzdem nicht unter 7,2 Volt fällt. Das ist so der Richtwert. Wie das berechnet wird, wird in CCA angegeben mit dem Batterietest. Da könnt ihr das ganz einfach überprüfen. Ja, die meisten Batterien haben eine Lebensdauer von ca. 4 bis 6 Jahren, ist die Herstellerangabe. Danach sollte eine Batterie ausgetauscht werden, aber auch das packen die meisten Batterien nicht. Die meisten, also nur 30% etwa, erreichen diese Lebensdauer. Die meisten machen früher schlapp. So, und ob meine Batterie noch genug Kapazität hat, um meinen Wagen zu starten, kann man an dem Spannungsabfall sehen, wenn ich jetzt den Wagen mal anlasse. Ihr behaltet die Anzeige im Blick und ich mache den Motor an. Ja, was man gerade auf der Anzeige gesehen hat, als ich den Wagen angemacht habe, ist, dass die Spannung mit meinem Wagen auf 7,9 Volt abgefallen ist. Beim Diesel mache ich mir da noch keine Sorgen. 8 ungefähr ist ja ungefähr 8. Da mache ich noch keine Sorgen. 8 Volt, wenn ich den Wagen anlasse bei einem Diesel, der zieht ordentlich Strom beim Anlassen. Beim Benziner würde ich ca. 10 Volt nicht unterschreiten wollen. Ein anderes Problem, das Batterien haben können, sind hier die Pole. Die können korrodiert oder verrostet sein. Man sieht dann hier Krümel, Korrosionsreste, die werden dann farbig, zum Beispiel grün oder sowas in der Art, oder rostbraun. Die schraubt dann einfach hier die Kontakte ab, nehmt das runter, diesen Kabelschuh hier, diesen Ring. Die könnt dann diesen einzelnen Pol wieder blank schleifen mit Schleifpapier, die Innenseite des Kabelschuhs hier ebenfalls. Dann schraubt es wieder drauf, schraubt es hier ordentlich zu und sprüht das Ganze mit WD-40 ein, dann ist das Ganze wieder safe. Ja Leute, es ist Freitagabend, ich bin gerade beim Videoschnitt und da ist mir aufgefallen, ich habe vergessen, euch was mitzuteilen. Und zwar gibt es wartungsfreie Batterien, die machen kaum Sorgen. Aber es gibt auch Batterien, die haben oben eine Reihe von Öffnungen drauf, Kappen, die man abmachen kann. Und da kann man destilliertes Wasser nachfüllen. Auf jeden Fall destilliertes Wasser, kein Leitungswasser, denn Batteriezellen vertragen keine extra Mineralien in den Flüssigkeiten. Und achtet darauf, dass die Füllstände immer eingehalten werden. Guckt an den Seiten, ob ihr irgendwelche Füllstandsanzeigen findet. Ansonsten innen drin müsst ihr darauf achten, wenn ihr reinguckt, dass die Metalle innen drin, die in den Batteriezellen sind, immer mit Flüssigkeit bedeckt sind. Das ist noch ein Tipp, den muss ich euch mitgeben. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit meinem Test helfen, wie man ohne Batterietester die Batteriespannung überprüft, ob die Ladung noch passt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefällt. Falls ihr keinen Multimeter oder sowas in der Art habt, ich verlinke euch wieder alles unter dem Video, könnt ihr euch dann selber organisieren das Zeug. Und falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt,
dann immer raus damit. Schreibt mir das unter die Kommentare oder auch wenn ihr Wünsche habt, Themenwünsche, was ich mal für ein Video machen soll, immer schön unten reinschreiben. Ich lese mir jeden Kommentar durch. Und dann würde ich sagen, schönes Wochenende noch und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.